Jo, da sind wieder bei Final Fantasy X. Beim letzten Mal haben wir hier bravourös gegen Data versagt. Ja, Data. Nee, ich glaube, ich habe wirklich nichts, was Zombie heilt, weil ich glaube, Allheilmittel macht das wahrscheinlich auch nicht. So, eigentlich möchte ich ja nur für Waka Hast haben. Und Waka haut jetzt einfach immer drauf. Mit seinem Venom-Ball. Yay! Er konnte auch so viel dagegen tun, da jetzt nicht zu sterben. Na, reden können wir gleich noch. Erstmal wieder beleben. Engel. So, und du hast aber weiter drauf. Wow! Crit again. Ja, Moment, der ist danach eh nochmal dran. Das heißt, ich kann ihn gleich nochmal auswechseln. Oder ich kann es ja mal versuchen mit dem Allheilmittel. Vielleicht funktioniert das ja. Da steht ja eigentlich alle, aber ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Doch! Doch! Cool! Okay, dann habe ich doch eine Methode gefunden, das zu heilen. So, du redest jetzt erstmal mit dem. Do you not want to heal Spira's sorrow? Let death carry you off into peaceful slumber. Gut zu wissen, ich hätte echt nicht erwartet, dass es echt heilen kann. Weil ich habe es öfter so in Spielen gesehen, wenn es dann heißt, ja, es heilt alles, aber das da trotzdem nicht. So, jetzt kannst du erstmal da mal draufhauen, damit du auch deinen Zug hast. Ach, Protest machst du jetzt schon wieder. Ja. Ich muss es nur noch schaffen, dich irgendwie zu vergiften. Also, jetzt wollen wir mit dir nochmal reden. You have angered Kimari. The spirits of the Ronso will guide Kimari's spear. Ja. Und du haust einfach weiter drauf. Vielleicht vergift ihn ja irgendwann. Antiset. Ja. Tschüss, Hast. So, dann kannst du raus und Rico kommt rein und darf nochmal klauen. Ach, jetzt kommt wieder der Quatsch. Ich hoffe mal, es überleben alle. Ja, aber so ganz knapp. Und tschüss, Kimari. Gut überlebt, Kimari. Dann kannst du jetzt aber auch gerne mal kurz rausgehen. Bei kann ich auch direkt Lulu reinholen und einfach Mega Potion benutzen. Ja, ich hab. Woher habe ich bitte 15 Mega Potions? What? Okay. Ich habe irgendwo Mega Potions gefunden. Ach, das ist auch nochmal da mit Erzengel. Ich fände es ja echt witzig, wenn Erzengel mich einfach heilen würde. So, du hast angegriffen, du hast mit ihm geredet, du kommst eh gleich nochmal raus, von daher passt's. So, Waka, du bist hier unser Starplayer heute. Jetzt vergift ihn endlich mal. So, und Yuna darf auch nochmal wieder zurückkommen. Ich denke mal, das Heil sollte ja mit Lulu als Angriff quasi genügen. So, wer ist jetzt noch geschwächt? Waka. Der wenigstens bei voller AP ist. Und der Destruktionsspeer. Ich könnte gleich erstmal ein Anti-Set raushauen, fällt mir gerade so auf. So, ein Allheilmittel gegen dich selbst. Oder auf dich selbst. Gegen dich selbst klingt ein bisschen komisch. Ich habe doch Anti-Set, oder? Habe ich das nicht letztens erst gelernt? Ja. So, mach mal weg da mit deinem dummen Protest. Dann kann ich auch ein bisschen mehr Schaden draufhauen. Erzengel. Wie gesagt, ich fände es immer noch witzig, wenn Erzengel dann mich einfach heilen würde. Ich kann eigentlich mal Hast auf alle machen. Dann kommt er gar nicht mehr dran. Also doch schon, aber nicht mehr so häufig.
So, dann kannst du noch mal kurz heilen. Nämlich den Libentidus. Theoretisch könnte ich jetzt einfach mal beschwören. Habe ich auch schon wieder länger nichts gemacht. Barmut. Na komm. Hol noch mal Barmut raus. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Unserem Badass hier. Weil hat er beim letzten Mal nicht ziemlich aufs Maul bekommen? Oh Gott, ist der Gegner danach oft dran. Ich greife mal nochmal an und schau mal, was das macht. Ja, 3700. Was machst du mir so? Reflekt. Oh, das ist ganz geil. Stimmt, ich habe gar nicht mit Magie mal angegriffen. Illumi-Effekt aus dem Auto-Angriffsmodus. Okay. Gnadenstoß. Ach ja, stimmt. Der konnte ja was gegen Bestia machen. Ich erinnere mich. Da war ja was. Ja. Wie konnte ich das vergessen? Kann ich mit Antiset auch Reflekt wegmachen? Oder holt das oder geht das auch auf mich zurück? Nee, Reflex ist auch weg. Sehr schön. Ui. Schöner Crit. So, was ich jetzt mal ausprobieren möchte. Wie viel Schaden mache ich? Jo. Nice Damage. Flare. Autsch. What? Ah, er hat es auf sich selbst gemacht, weil er es reflektieren wollte. Spezialmagie, das will mir nicht gefallen, aber du bist eh bald tot. Das ist ja witzig. Der hat sich selbst voll verarscht. Da, ich hab dich voll genatzt. Ach komm, ich denke mal, das schaffe ich jetzt mit den nächsten paar Angriffen. Dann kann ich jetzt auch einmal kurz ein bisschen Tombola spielen. So, Feuer wollen wir haben. Okay. Super! Saugt den jetzt quasi gleich tot? Er hat sich quasi selbst vernichtend geschlagen. Geil. Mach mir das mal einer nach. Ich bringe den Boss dazu, sich selbst zu töten. Aber das mit dem Gift hat leider nicht geklappt. Zwei Level 4 Sphero-Passe. Wow. Ich hätte vielleicht ein paar Mal noch klauen können, ja. Ich hätte mir allgemein gesagt, ich soll mal vielleicht ein bisschen häufiger versuchen zu klauen. Lies. Forget them. If he becomes Sin, Sir Jekt will be saved. We're leaving. You know something, tell me! Tell me. Sins. My old man. You hit your head. Sin is my old man. My old man became Sin. I don't know how or why he did it. I felt him inside. And when I did, I knew it was true. My old man's spirit is suffering. Sorry. Even knowing that Sin is your father, still, you know I must. I know. Let's get him. I think my old man would want that. You'd fight your own father? Yeah, no problem there.
About your old man. You sure this ain't some kind of bad toxin dream or something? Then, Chapu. I think I'll just pretend I didn't hear nothing. I'm getting a little confused, yeah? Why'd all this have to happen? We'll learn when we arrive, soon. Gott. Geben wir erstmal Waka wieder sein Hard-Ding uns da bumsens. Hard-Rocker. Joa, ich würde sagen, der Kampf lief eigentlich ganz gut. Und der Abschluss war eigentlich schön. Oh ja. So, dann gehst du mal da runter und lernst Regina. Joa. Du bekommst noch mehr HP, als du ohnehin schon hast. Na, du hast keinen Punkt. Du gehst dahin. Holst dir doch ein bisschen Zauberabwehr. Ja, aber der Kampf lief dann doch jetzt ein gutes Stückchen besser. Wo wollte ich jetzt hin? Hierhin kann ich. Ja, wieder zurück in ihren eigenen Ring. Was ist das? Ah, sie ist schon wieder in ihrem eigenen Ring. Ich habe ja 2 Level 4 Sphero-Passe, ne? Ich könnte Erzengel lernen. Kann ich die sonst noch irgendwie benutzen? War da nicht irgendwo mal Ultima oder so? Was ist das da? Das Imitieren. Unheil. Da ist Ultima. Ah, da brauche ich aber 4... Nee, 1, 2, 3 Stück brauche ich dafür. Schade. Ah, du kannst dann noch das nehmen. So, wo bist du denn gerade? Ach da. Ich habe ja gerade den Punkt nicht so wirklich gesehen. Moment. Da. Da. So, und Juna hat nichts. Okay. Dann packen wir wieder Tidus. Okay, Tidus ist schon drin. Das heißt, ich kann auch weiter von den Monstern flüchten. Ja. Ich würde sagen, ich habe den Kampf gut geschafft, dafür, dass ich dann vorher zuerst aber abgekackt bin. So, einmal speichern. Dahin. Jo, und dann in die Richtung weiter. So langsam Richtung Senekent. Will ich jetzt mal sagen. What? What? What are those? Those are faith. A summoning. Someone is using these faith. Someone is drawing energy from all of them. This many? Who wields power on this scale? And what could they be calling? Hey, you know something, don't you? Spill the beans. Look not to others for knowledge. This is your journey, too. Uni might die, you know? No. Aran's right. Huh? This is our... This is my story. What?
Huch. Wir sind wieder im alten Senna-Camp. Okay. Na gut, aber dann schauen wir uns das im nächsten Part an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.